Ah, wenigstens nur zwei. Körper und Seele. Aber es wird allgemein angenommen, dass die Ägypter glauben, die Seele würde weiterleben, solange der Körper unversehrt bestehen bleibt, und haben somit versucht, auf diese Weise dem Tod zu entrinnen. Wie konnten die weisen Ägypter, fragte Nikaya, so schlecht von der Seele denken? Wenn die Seele einmal diese Trennung überstanden hat, was kann sie danach vom Körper erhalten oder erleiden? Die Ägypter würden zweifellos, sagte der Astronom, in der Finsternis des Heiligtums und dieser ersten Morgendämmerung der Philosophie falsche Annahmen machen. Die wahre Natur der Seele ist, trotz all unserer Bemühungen im klaren Wissen, um klares Wissen, immer noch umstritten. Und doch sagen einige, dass sie materiell sei, obwohl sie gleichermaßen glauben, sie sei unsterblich. Soma. Sun Wei Yang ist der Absender an die Arkadi Tschernyshevsky. Betreff Namen. Namen sind eine lustige Sache. Ich erinnere mich, wie sehr wir gekämpft haben, bis wir einen Namen für unser Projekt hatten. Alle seriösen Wissenschaftler benennen ihre Projekte, indem sie einfach ins Griechische oder ins Lateinische übersetzen, stimmt's? Corpus hat mich an eine schreckliche Krankheit erinnert. Also haben wir stattdessen das griechische Wort verwendet. Soma, durchaus angebracht. Aber wir brauchten einen Bakronym? Was ist das denn? Wegen der Sponsoren. Wie du weißt, lieben Konzerne Bakronyme. Uns wurde sogar eine Liste von schlagwortstarken Vorschlägen gegeben. So Sachen wie selbstständiger, orthostatischer, modular, Androide. Ah! Bakronyme sind Wörter, die aus Anfangsbuchstaben zusammengesetzt werden. Aha, okay. Aber das da ist Sama. Strapazierbarer, aufmerksamer, mechanisierter Anthropoide. Skeuomorphischer, omni-anpassbarer, mobiler Anthropomat. Ach du Scheiße. Wir waren bald so frustriert, dass wir albern wurden. Säbelzahniger, opportunistischer Mörderandroide. Selbstbewusster, orthopädischer Makakenautomat. Seltsame, Omas bedrohlicher Assassobot. Superintelligenter Oktopus mariniert Affen. Was? Satisfizierend. Ölfaktorischer Minzalligator. Stinkender ornithologischer Maulesel-Antiquar. Skroink-Of Minki-Ak. Stumpfsinnige, obskure, sinnlose Akronyme. Am Ende haben wir alle den Namen Soma gehasst. Nur weil wir uns deswegen so oft mit den Sponsoren rumgeschlagen haben. Und als Alexandra dann die Geschichte vom Tylos-Prinzip erzählt hat, hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob er wirklich passt, aber irgendwie mag ich ihn. Okay. So, wir rennen weiter. Ah, hier ist Farbe. Siehst du? Es ist wohl klar, dass hier eine höhere Macht am Werk ist. Wir müssen nur tun, wie uns befohlen wird. Nein. Was weiß ich? Nein. Ich bin schon über der Rand der bekannten Welt gereist. Auch wenn es scheint, als ob unser Reich sich bis in die Ewigkeit erstreckt, ist doch viel kleiner, als wir uns vorgestellt haben. So. Din, 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 din. Hier war ich jetzt schon, ne? Ich verliere so langsam den Überblick. Hier sind viele weiße Stellen.
Theorie. Wenn du wüsstest, wie wenig du weißt, würdest du dich hier nicht so entblößen. Ah, warte, wir müssen links anfangen. Theorie. Dieser Ort ist eine Art Reservat für die menschliche Geschichte und wir sind die bedrohte Tierart. Theorie. Der Versuch, Antworten zu finden, bringt nichts als Schmerz. Sich nicht mehr zu kümmern, ist der einzige Ausweg. Theorie. Dieser Typ ist 100-mal so hilfreich wie du, Samsara. Also halt bitte die Klappe. Theorie. Wir sind in einer Art Brutkasten und warten darauf, auszuschlüpfen. Okay, das ist das mit dem Entblößen. Dann schauen wir, ob hier noch was ist. Nein. Okay, dann versuchen wir es doch einmal hier. Adlernest. Ach du Scheiße. Das kann nichts werden. Okay, wir nehmen den Kubik mit. Nee, hier ist nichts. Aber ich will jetzt mal was ausprobieren. Und zwar... Ich probiere das jetzt einfach aus. Ich kann hier nicht in der Mitte bleiben. Das ist ja blöd.
Vielleicht habe ich zu viel Portal gespielt, aber was ist denn, wenn ich hier mit dem Ding draufgehe und versuche, das dann zu werfen? Okay, also an sich hat das gar nicht so schlecht funktioniert, dass ich hier die einfach absetze. So? Ja! Okay, es hat funktioniert. Manchmal sind die Ventilatoren nämlich böse. Okay, eins haben wir. Weggeblasen. Ah, na klar. So einfach. Hinstellen. Quatsch. Stell den da hin.